Hallo, ihr fabelhaften Skorpiongeborenen und Skorpion-Aszendenten. Herzlich willkommen zu eurem Monatshoroskop Liebe und Leben im August 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Auch im August bleibt es weiter anregend und aufregend, denn viele wichtige Konstellationen befinden sich in Spannung zur Skorpionsonne. In der zweiten Monatshälfte kommt aber mehr Harmonie auf und auf einmal passt vieles zusammen, was vorher noch chaotisch aussah. Falls ihr ein bestimmtes Anliegen habt, was ihr gerne in einer Beratung klären möchtet, schaue ich gern in euer persönliches Geburtshoroskop. Und ihr erreicht mich über mein Kundentelefon oder meine Homepage und beides verlinke ich unten in der Videobeschreibung und hier auf der Infokarte. Ein wichtiges kosmisches Ereignis im August ist der Übergang von Lilith aus dem Steinbock in den Wassermann. Mehr darüber erfahrt ihr in meinem neuen Videospecial und ihr könnt in meiner Verlosung eine Lilith-Beratung gewinnen. Und wie ihr daran teilnehmt, das erfahrt ihr am Ende des Videos. Also bleibt dran. Über eure langfristigen Tendenzen mit den langsam laufenden Planeten könnt ihr euch jederzeit im Jahreshoroskop informieren. Das gibt's als Video oder auch als Buch zum Nachlesen. Und das halbe Jahr ist ja jetzt rum, deswegen könnt ihr mein Jahreshoroskop-Buch ab sofort zum halben Preis erwerben. Den Link dazu setze ich euch unten in die Videobeschreibung. Jetzt schauen wir in eure aktuellen Konstellationen für den August. Wichtig ist zu erwähnen, dass die Geburtstagskinder der ersten Tage des Skorpionszeichens besonders sich vorsehen müssen. Die Konstellationen deuten an, dass die Verletzungsgefahr erhöht ist, wenn ihr euch hektisch machen lasst und dann unbedacht vorgeht, was eigentlich ja gar nicht eure Art ist. Schaut euch dazu bitte auch unbedingt nochmal die kosmische Schwingung an. Diese Spannung dauert jetzt aktuell bis zum 11. August und lässt dann erstmal nach, aber die Konstellation kehrt auch im September nochmal wieder. Deswegen solltet ihr am besten August und auch September immer in Ruhe tun und bedächtig vorgehen. Dieselben Geburtstagskinder haben aber auch einigen Grund zur Freude, besonders wenn sie einen aufregenden neuen Flirt angefangen haben, denn die Sache hat Potenzial, sich zu einer langfristigen Beziehung zu entwickeln. Auch für berufliche Partnerschaften stehen die Sterne in den kommenden beiden Monaten gut. Aber zurück zum August. Die Sonne steht im Löwen und ebenso der Merkur, der noch rückläufig ist. Auch der Mars ist immer noch rückläufig im Wassermann und beides befindet sich in Spannung zur Skorpionsonne. Ihr müsst also mit Missverständnissen und Planänderungen rechnen und wenn ihr keinen Urlaub habt, kann sich das auch auf euer berufliches Fortkommen auswirken. Für die Geborenen der ersten Dekade kann es auch Verzögerungen und Probleme im häuslichen Bereich geben. Und eventuell auch Streitigkeiten mit Familienmitgliedern, denn der Mars kann euch gereizt machen. Ich rate dazu, Streit zu vermeiden, auch wenn ihr im Recht seid, denn Konflikte, die jetzt ausbrechen, können sich noch eine Weile hinziehen. Zum Glück steht die Venus günstig in der Jungfrau, also ist gut für euch. Und das bedeutet, dass gute Freunde euch hilfreich zur Seite stehen, wenn ihr das Gespräch sucht. Auch Glücksplanet Jupiter steht weiterhin in eurem eigenen Zeichen sehr günstig für euch und bildet einen schönen Romantikaspekt zu Neptun. Skorpione der zweiten Dekade empfinden wahrscheinlich weniger Stress und haben mehr Grund, sich auf innige und zärtliche Momente mit einem Flirt oder dem festen Partner zu freuen. Bedenkt aber bitte, dass jeweils auch andere Faktoren in eurem Horoskop die Spannungen oder auch den Romantikaspekt empfangen können. Das kann man nur in einer persönlichen Beratung klären. Oder ihr schaut mal in meinem Webinar Antonias Sterne vorbei. Am 6. August wechselt die Lilith das Zeichen und geht in den Wassermann. Sie steht dann für die kommenden 9 Monate in einem herausfordernden Aspekt zu eurer Sonne und das Ganze im Haus der Familie. Ich bin darauf ausführlich in meinem neuen Videospecial eingegangen. Es heißt Kreativ, wild und frei – Lilith im Wassermann. Darin erfahrt ihr, was dieser wichtige Transit bedeutet und wie er sich auf euer Sternzeichen auswirkt. Und weiter geht's. Am 7. August wechselt dann auch die Venus das Zeichen. Sie geht dann in die Waage. Und falls ihr Planeten oder den Aszendenten in der Waage habt, ist das sehr günstig. Vom Sonnenhoroskop her wandert sie dann in euer 12. Haus und bildet eine Spannung zu Chiron. Das kann heißen, dass ihr euch vielleicht wegen einer Zurückweisung zurückzieht oder dass eine Liebesangelegenheit gesundheitliche Auswirkungen auf euch hat. Das hält aber nur bis zum 11. August an. Danach genießt ihr einfach gerne mal im Stillen oder nehmt den spirituellen Aspekt der Liebe mehr wahr. Und es macht durchaus nichts aus, mal für euch allein zu sein. Am 11. August haben wir dann den Neumond im Zeichen Löwe. Das ist auch eine partielle Sonnenfinsternis.
Und die Konstellation findet bei euch im Haus der Karriere statt, mit dem rückläufigen Merkur dabei. Deswegen eignet es sich für die Neumond-Meditation, dass ihr über eure Karriere und eure Berufung nachdenkt. Entweder über ein neues Projekt für die kommenden 4 Wochen oder auch generell über euren künftigen Lebensweg. Dabei kann es auch darum gehen, ob eure persönlichen Erwartungen realistisch sind und ob ihr das vielleicht nochmal prüfen solltet. Deshalb präsentiert eure Pläne noch nicht gleich öffentlich, denkt lieber nochmal drüber nach und wartet ab, bis der Merkur wieder direktläufig wird. Insgesamt läutet der 11. August eine Wende zum Besseren ein, eine produktive Phase sowohl für eure persönliche Kreativität als auch für neu begonnene Partnerschaften, sei es beruflich oder privat. Am 13. August läuft der Mars zurück in den Steinbock und das zeigt, dass eure innere Anspannung langsam nachlässt. Besonders für die Geborenen der ersten Dekade gilt das. Am 19. haben wir dann die Konstellation, dass der Merkur wieder direktläufig wird und das bei euch im Karrierehaus. Das heißt, Pläne können Gestalt annehmen und auch für euer berufliches Fortkommen ist das sehr günstig. Am 23. August, morgens um 6.08 Uhr, geht die Sonne dieses Jahr in das Zeichen Jungfrau. Sie aktiviert dann für die kommenden 4 Wochen euer 11. Haus der Freundschaften. Wahrscheinlich bekommt ihr dann viele Einladungen und erlebt eine angenehme und praktische Unterstützung von Seiten eurer Freunde und Kontakte. Zwischen dem 23. und dem 28. gibt es allerdings auch noch eine Spannung von der Venus hier zum Pluto. Und das bedeutet, dass alte, ungelöste Beziehungskonflikte nochmal hochkommen können. Wenn ihr das unbedingt ansprechen wollt, vertagt es am besten auf die erste Septemberwoche. Dann haben wir bessere Sterne für diplomatische Gespräche. Der Vollmond am Sonntag, den 26. August in den Zeichen Jungfrau und Fische, steht harmonisch für euch. Vor allem für eure Beziehungen und Sozialkontakte. Und falls ihr frisch verliebt seid, wird es bestimmt ein kuscheliges Wochenende. Am 27. August wird dann endlich der Mars wieder direktläufig. Er steht dann bis zum 11. September im Steinbock günstig für euch und ihr werdet merken, dass in festgefahrene Angelegenheiten wieder Bewegung hineinkommt. Das waren eure Konstellationen im August. Falls ihr ein persönliches Anliegen habt, auf das ich hier in den allgemeinen Sternzeichen-Horoskopen nicht eingehen kann, könnt ihr euch gern für eine Beratung an mich wenden. Alle Infos findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar, Antonias Sterne, ist diesmal am Samstag, den 1. September 2018 um 17 Uhr. Da könnt ihr mir eine Frage zu eurem persönlichen Horoskop stellen, zum Beispiel zu dem Transit von Lilith durch den Wassermann. Und jetzt komme ich zur Verlosung und weil die Lilith in den Wassermann geht, gibt es eine Lilith-Beratung zu gewinnen. Da können wir uns in Ruhe anschauen, wie sich der Transit von Lilith durch den Wassermann in eurem persönlichen Horoskop zeigen wird. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil, postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Und ich freue mich auch riesig, wenn ihr meine Videos teilt, sodass sich auch eure Freunde über die Botschaft der Sterne informieren können. Zum Abonnieren einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Zum Schluss möchte ich euch noch meine Specials empfehlen. Natürlich das Neue über Lilith im Wassermann, aber auch über Uranus im Stier, Chiron im Widder und Saturn im Steinbock. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.